Liebe Freunde, liebe Patienten, mein Name ist Dr. Akurek, ich bin Hausarzt in Ulm. Heute soll es um das Thema Bethesda gehen. Ja, die Ulmer wissen, dass bei uns hier in der Friedrichsau gibt es das Bethesda. Mittlerweile ist das ein großer Komplex geworden und Patienten und wir Ärzte sind uns auch nicht ganz sicher, was denn da alles drin steckt. Also, es gibt das Bethesda, da sitzt natürlich als Kern sozusagen die geriatrische Klinik, die geriatrische Akutklinik mit dem Chefarzt Professor Denkinger. Wir kennen uns auch persönlich, die Geschicke der Klinik leitet. Dort können wir Hausärzte Patienten anmelden, in der Regel aber nur am Vormittag. Da gibt es ein Aufnahmemanagement, am Nachmittag, Abend eher nicht und am Wochenende auch nicht. Wenn man einen ganz, ganz guten Draht in die Klinik hat, dann kann man da durchaus mal sein Glück versuchen, aber in der Regel Montag bis Freitag, vormittags, so bis zur Mittagszeit, akut geriatrische Patienten werden dort gerne aufgenommen. Wer sich die Gegend mal genauer angeschaut hat, hat gesehen, dass es dort auch ein Pflegeheim gibt, ist aber komplett getrennt von der Klinik. Es gibt ein Bethesda Pflegeheim, da kann man sich direkt natürlich als Angehörige oder auch als Patient oder potenzieller Bewohner bewerben. Hat mit der Klinik grundsätzlich erstmal nichts zu tun, aber man kann sich da über den üblichen Weg, wenn es dann mal soweit ist, für eine Kurzzeitpflege bzw. für eine vollstationäre Pflege anmelden. Was jetzt hier ein bisschen komplizierend dazu kommt, ist, das Gebäude wurde an das ZFP vermietet, also Zentrum für Psychiatrie. Der eine oder andere mag es schon mitbekommen haben, dass dort auch eine Gerontopsychiatrie des ZFP, also des Zentrums für Psychiatrie, lokalisiert ist. Auch da ist nur vormittags unter der Woche gerontopsychiatrische Patienten aus Ulm. Das ist hier in der Gegend ja ganz wichtig. Bayerische Patienten werden leider nicht aufgenommen und junge nicht gerontopsychiatrische Patienten auch nicht. Also tagsüber bis zum Mittag gerontopsychiatrische Patienten werden aufgenommen. Am Abend bzw. am Wochenende gibt es eine weite Reise nach Zwiefalten. Das ist alles ein bisschen ungeschickt gelöst, aber so ist es einfach. Das heißt, wenn man abends, nachts oder im Notdienst am Wochenende einen gerontopsychiatrischen Patienten hat, dann muss man den, und wenn der in Ulm lebt, also in Baden-Württemberg, auf der württembergischen Seite, dann muss der bitte in Zwiefalten angemeldet werden. Und dann gibt es noch eine vierte Abteilung, auch alles in der Friedrichsau im gleichen Gebäudekomplex, das ist die Reha. Es gibt einmal eine ambulante Reha und eine stationäre Reha. Die ambulante Reha geht in der Regel schneller, das hat mir der Professor Denkinger in einem Kurzinterview bei einem Mittagessen so mitgeteilt. Man kann die Patienten dort auch zur ambulanten Reha oder eben zur stationären Reha anmelden. Bei der stationären Reha dauert es so 3, 4, 5 Wochen, bis man da einen Platz bekommt. Wir Hausärzte wissen, wie wir das anmelden. Das geht über das Muster 61a und in der Regel sind geriatrische Patienten ja nicht mehr berufstätig, sodass es nicht über die deutsche Rentenversicherung läuft, sondern über die Krankenkassen selber. Also wenn man ganz mutig ist, kann man, die Hausärzte kennen das Formular 61a, dann gleich den Teil B, C, D ausfüllen, die Angehörigen oder den Patienten zur Krankenkasse schicken und unten halt natürlich die Wunschklinik Bethesda Ulm angeben und dann bekommt man in der Regel relativ zuverlässig dort einen Platz für seinen Patienten. Das geht ja immer in der Zusammenarbeit mit dem Patienten, aber der Hausarzt muss ja die Unterlagen ausfüllen. Ja, das war mir ein kleines Anliegen, dass oder den Gebäudekomplex Bethesda mal zu erklären, weil ja doch etwas schwieriger war oder ist zu verstehen und mehrere verschiedene, teilweise voneinander unabhängige Abteilungen dort vorhanden sind. Ich denke oder ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Klarheit reinbringen, sowohl für die Ulmer und Neu-Ulmer als auch für die ärztlichen Kollegen. Dankeschön, Ihr Dr. Akurek.